Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Cuphead The Delicious Last Course. Weiter geht's, wir schauen uns den nächsten Bosskampf an und zwar die Brennerbande in Hoch die Tassen. Los geht's! So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also klingt auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant. Keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Aber nach ungefähr 30 Minuten Ladezeit werden wir es erfahren. Alter Schwede. Hallöchen. Ach, verdammt, ich habe immer noch den Keks ausgerüstet. Na egal. Was haben wir denn hier? Also irgend so eine Spinne. Ey. Die Dinger explodieren, gut zu wissen. Dann spawnen hier. Boah, wie oft werde ich den getroffen? Irgendwelche Fliegen? Ja. Wobei, ich würde jetzt sagen, aktuell sieht es noch nicht so schwer aus. Ja, ich muss auf jeden Fall die Ausrüstung mal eben ändern. Achso, ich habe übrigens auf Mugman gewechselt. Nach dem letzten Part. Ja, ich nehme wieder die Rauchbombe an dieser Stelle. Patetsche Jäger. Ja, können wir eigentlich so lassen, ne? Ja. Ja, aber dieser Unbesiegbarkeitssprint, der ist auf jeden Fall mega wichtig. Ach so, er spawnt diesen komischen Wurm hier. Es sind halt einfach nur sehr, sehr viele Projektile. Sobald er das Telefon dabei hat, bleibt er anscheinend kurz stehen. Ach, ärgerlich. Ja, ich muss auf jeden Fall zwischendurch die Ebenen wechseln. Immer wieder. Ja, wobei ich sagen würde, also jetzt für den zweiten Versuch. Hey, zweite Phase. Was haben wir denn jetzt? Hallöchen! Oh, okay. So ein Grammophon. Gut, ich denke mal, wenn die Strahlen rot werden, dann sollte ich die nicht berühren. Ja, okay, gut geraten. Yo! Ah, schon deutlich anders als die erste Phase. Der Tanz ist aus und auch euer Dusel. Ihr wart ohne Chance gegen den Fusel. Ja, wisst ihr was? Ich nehme in der ersten Phase einfach auch immer den Jäger. Oder diese Jägerwaffe. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber immerhin kann ich mir dann hier Zeit lassen. Ach, wobei, ja, könnte nervig sein, weil der Jäger natürlich, oder diese Jägerwaffe natürlich auch diese kleinen Viecher hier anvisiert, ne? Ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Kann man denn irgendwie predikten, auf welcher Reihe er rauskommt? Na, anscheinend nicht, ne? Ah, dieses Viech ist halt super nervig. Hey, ich bin nicht getroffen worden. Ja, und bei der Geschichte... Ja, wobei, wisst ihr was? Ich stelle mich mal nach oben und ich kann ja durch die Strahlen durchdashen einfach. Ja, ich denke mal, das ist die Taktik. Also dadurch, dass ich beim Dashen unbesiegbar bin, ist das hier relativ leicht tatsächlich. Ja, und man hat definitiv auch genug Zeit, um zu reagieren. Nice! Und das war's schon mit der Phase. Was jetzt? Alter Schwede, was ist das denn für Viech? War da oben jetzt eine Schnecke? Oh, Moment. Oh, ich sehe schon. Okay, das war klar.
Leute, der will mich ablecken. Gut, das war jetzt nicht so intelligent. Naja, aber immerhin, dritte Phase. Das ist auch schon die letzte. Eines weiß sie, diese Nase. Ihr zwei Tassen seid bald im Grabe. Ja, wollen wir mal sehen. Judy, jetzt eine Runde mit Konzentrieren oder mit Konzentration. Ich habe am Anfang gedacht, dass diese Bomben hier nervig wären, aber so schlimm sind die gar nicht. Also es spawnen jetzt nicht so extrem viele davon und man kann ja doch durchaus sehr, sehr leicht ausweichen. Wie man hier gerade so schön sieht. Ja, wobei so viele auf einen Haufen, das ist halt nicht so geil. Aber auch da, ich kann im Endeffekt durchdashen, also... Ja, die erste Phase ist sehr, sehr leicht. Im Idealfall sollte ich hier halt auch nicht getroffen werden. Ob das möglich ist... Beziehungsweise möglich ist das auf jeden Fall, aber... Ich muss mir halt sehr, sehr viel Mühe geben. Und vor allen Dingen, ich muss die Gegner hier immer angreifen, die von der Seite kommen. Wenn man jetzt diesen Unsichtbarkeitssprint nicht hätte, dann könnte man hier natürlich auch ganz einfach mit dem Strahl mitlaufen. Also immer wieder nach unten, nach rechts, nach oben und so. Nice, sehr schön. Du, da ist der Ameisenbär wieder. Der alte Nasenbär. Gut, das ist auf jeden Fall random. Ich werde einfach mal tendenziell immer in der Mitte bleiben. Oh, das war schon sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht so ganz, wann ich hier meine Superattacke einsetzen soll, also... Der wechselt halt so schnell mit der... Mit der Zunge... Die Reihe... Boah, Leute! Alter Schwede! Vor allen Dingen, wie lange dauert die Phase denn bitte? Das ist ja schon recht extrem. Was war übrigens mega knapp gerade. Nice! Und... Nee, hä? Moment. Wollte gerade sagen, ist doch kein richtiger Knockout. Boah, wie gemein. Das ist ja richtig räudig. So ein Fake-Knockout. Boah, naja. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kampf. Nicht unbedingt so ganz extrem schwer, aber hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Dalle, was haben wir denn da? Wir haben 3 Minuten 7 gebraucht. Also jedenfalls bei dem Versuch hier. Boah, was? D plus habe ich nur gekriegt? Boah, ist ja furchtbar. Ist somit meine schlechteste Bewertung, glaube ich, ne? Parieren 0 von 3, Supermeter 0 von 6. Ich meine, super jetzt überhaupt eingesetzt? Nee, habe ich gar nicht gemacht, ne? Ja, ich spare mir den immer extrem lange auf und am Ende benutze ich den dann einfach nicht. Naja, wir haben Brennereiteig erhalten. Brennereiteig. Falls ich es richtig gelesen habe. Ja, hallo. Buh, habe ich dich erschreckt? Ich liebe nichts mehr als gruselige Geistergeschichten am Lagerfeuer. Ich habe gehört, dass ein Geistermädchen die Bösewichte hier zur Strecke bringen soll. Ich denke, ich werde ihre Taten mit eigenen Augen verfolgen. Ich würde zu gerne die Geschichte vom vertilgten Gemüse erzählen. Die Geschichte vom vertilgten Gemüse. Ja. Whatever.
Ja, ich glaube, so viel gibt es hier gar nicht zu entdecken, ne? Also den rechten Teil der Insel haben wir ja schon gesehen. Dann kümmern wir uns direkt um Esther Winchester. Diese Namen sind immer so geil. Tote werfen keine Schatten. Ja, meinetwegen. Esther Winchester. Ist Winchester nicht... Ist das nicht so eine... Muss ich mal überlegen, ist das nicht so eine Knarre? Ach so, Westernfilm oder so. Ich hab den Begriff schon mal gehört in Winchester. Also ich meine, unter anderem. Okay, also ein Fluglevel, das sind ja jetzt nicht so unbedingt meine Favoritenlevel. Ey, da passiert wieder so viel auf dem Bildschirm. Also sie schießt irgendwelche Projektile nach hinten. Die kommen wieder zurück nach vorne. Ja gut, dieser Kaktus, den holt sie anscheinend ja immer mit dem... Mit dem Lasso. Hat geschlagen eure Stunde, wird's Zeit für die letzte Runde. Wir können ja mal wieder den Charakter wechseln auf... Fräulein Kelch. Und ich meine, man hat im Flugzeug doch immer zwei Waffen, ne? War das nicht so? Konnte man sich das nicht aussuchen? Ich muss erstmal ein bisschen... der Steuerung klarkommen, genau. Man hat hier so... Ich dachte zwar eigentlich, es wären Raketen, aber... Man hat hier so Bomben. Achso, kann sein, dass die Miss Chalice hier, dass sie andere Waffen hat. Ich muss mir das jetzt erstmal angucken. Ich versuche jetzt einfach mal auszuweichen. Ich mache jetzt mal eine Zeit lang keinen Schaden. Also von oben kommen die Dynamitstangen. Dann, wie schon gesagt, diese Tintenprojektile, die prallen ab. Ach, und dieser Esel, der wirft diese Stachelbälle. Ja, ist natürlich schon knackig, ne? Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall schwieriger als der letzte Boss. Okay, das war nicht so klug. Grundsätzlich würde ich sagen, diese Distanz hier, die ist perfekt. So, jetzt muss ich aufpassen. Genau, jetzt kommen nämlich diese Stangen. Schon wieder. Ich kann ja zwischendurch mein Flugzeug auch immer klein machen, ist das Gute. Oh, das war anscheinend schon die erste Phase. Oh, und noch mehr Projektile. Alter Schwede, haben die da übertrieben. Ja, wobei, das Ganze ist hier ein bisschen berechenbarer als in der ersten Phase. Oh, sie hat so eine Rakete. Hatten das die beiden anderen auch? Ich weiß es nicht mehr, ich muss es mir mal angucken. Oh! Was? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist die eine Wurst geworden? Warum ist sie jetzt eine Wurst? Habe ich irgendwie... Habe ich was verpasst in der Geschichte hier? Warum ist die eine Wurst? Alter Schwede. Rückt ihr mir auf die Pelle, mache ich euch eine Delle. Ja, Leute, das könnte hier definitiv noch sehr, sehr interessant werden. Boah, da muss ich mich aber megamäßig konzentrieren. Ja, wobei, erste Phase, ich habe keinen Schaden gekriegt, ne? Also das mit diesen kleinen Gegenständen hier, das ist relativ mies, weil ich finde, dass man die Gegenstände nicht so gut erkennt. Und wenn man diesen super Angriff eingesetzt hat, dann ist man so kurze Zeit unbesiegbar. Ach, die wurde gekocht? Jetzt habe ich das gerade erst gesehen. Da war so ein Kocher.
Oh, Leute, das ist aber mega übel. Hey, und? Was, jetzt ist Wurst in der Dose oder was? Oh, 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 ich sehe schon, was man machen muss. Oh, das ist ja... Oh, ist das mies. Oh, oh, ist das mies. Alter Schwede, wie soll man... Oh, wie soll man da denn ausweichen? Vor allen Dingen, wie lange geht der Kladderadatsch denn hier? Nice, und das war's. Putz munter. Oh, Leute, mein Herz. Boah, mein Herz schlägt so schnell. Alter Schwede, jetzt war ich schon echt aufgeregt am Ende. Ich hatte Schiss, getroffen zu werden. Mann, 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 Mann. Naja, 2, 3, TP-Bonus 1 von 3, Parieren 1 von 3, Supermeter 5 von 6, Fertigkeitsstufe 2. Ja, B-. Das heißt, so der einzige, ja, sagen wir mal, dunkle Fleck war ja eigentlich der letzte Kampf, ne? Du hast Wüstenzitronen erhalten. Na, sehr schön. Muss man die eigentlich abgeben bei dem Salzstreuer? Oder bei dem Konditormeister, whatever. Hallo. Aber keine Sorge, ich werde noch weiter an diesem Rezept feilen, solange ihr da draußen unterwegs seid. Tja, gut. Also abgeben muss man die Sachen anscheinend nicht. Ja gut, ich denke mal, das wird dann am Ende automatisch gemacht wahrscheinlich. Ah, ist ja schon mal gut zu wissen, ne? Ja, welche Bosse schauen wir uns denn als nächstes an? Das jaulende Jagdgeschwader und... Achso, da kommen wir gar nicht rüber, da muss ich den Umweg gehen. Ja, aber was wir heute ja noch machen könnten, ist, wir könnten nochmal zu dem König... Denn da gab es doch auch noch so Prüfungen, ne? Also beim letzten Mal hatten wir ja diese Prüfung mit den Bauern. Ich meine, ich hatte den Springer irgendwo im Hintergrund gesehen. Beziehungsweise das Pferdchen. Ah, das sieht doch gut aus. Jo, dann... Schauen wir doch mal, was wir hier machen müssen. Oh, Miss Chalice. Ah, man muss ihn am Kopf parieren. Oh, 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 okay. Ja gut, aber im Prinzip so viel macht er jetzt gar nicht, ne? Ja, ein so ein Schlag nach oben. Also ich beobachte erstmal so ein bisschen sein Movement-Set. Ich weiß nicht, was dieses ranwinken soll. Gut, da charged er. Das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um zu parieren. Ja, wenn er die Attacke macht. Also da hat er jetzt vorher so komisch aggressiv geschaut. Danach hatte man relativ viel Zeit zu parieren. Bei diesem einfachen, wie bei diesem Angriff, weiß ich nicht, ist es sogar ein bisschen knapp. Gut. Ich starte nochmal neu und dann probieren wir das mal. Ja, zweimal. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man den treffen muss. Ich denke mal so, weiß ich nicht, 10-mal.
Na komm schon, greif mich an. Oh, das ist aber wirklich ein sehr, sehr knappes Zeitfenster. Aber hier kriegt man zwei Stück hin. Na komm schon. Bei wie vielen Treffern sind wir denn jetzt? 7, 8 oder so, kann das sein? Ja, wobei, so langsam könnte der mal drauf gehen. Oder muss man hier irgendwas anderes machen? Ja, wobei, ich meine, ballern kann ich ja nicht. Oder steckt der einfach sehr, sehr... Oh! Steckt der einfach sehr, sehr viel ein. Wieso hat er denn jetzt so... Wieso ist er jetzt so plötzlich nach vorne gecharged? Ach so, da... Ah! Wahrscheinlich stand ich zu weit weg, ne? Deswegen winkt der auch. Trotzdem frage ich mich, ob ich was falsch mache. Es kann doch gar nicht wahr sein, dass man so viele Treffer hier landen muss. Also bei diesem kleinen Angriff bin ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig. Wie, was? Wieso habe ich nicht getroffen? Oh, schaut mal, wir waren fast am Ende. Also ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich würde sagen, das geht wahrscheinlich eher so in die Richtung 20, 30 Treffer. Wir können ja mal so ein bisschen mitzählen. So, 5 Treffer haben wir schon mal. Ja, aber da muss man schon wirklich konzentriert sein bei dem Kampf hier. Es ist halt auch einfach sehr, sehr ungewohnt, keine Waffen benutzen zu können. Na, schau mal einer an. Boah, das war aber wirklich knackig. Also der erste Bossfight in dem Part hier heute war easy und die anderen beiden war schon sehr, sehr anstrengend, würde ich sagen. Und wieder habt ihr diesen Kampf auf Zephyrs Schwingen mit Bravour gemeistert. Eure Belohnung, unermessliche Reichtümer. Hey, Münzen. Und überdies gewähre ich euch freien Eintritt für den nächsten Kampf. Nun denn. Dann schauen wir uns hier nochmal noch ein bisschen um. Also als nächstes kommt oben der Läufer. Habe ich eigentlich vorhin Läufer oder Springer gesagt? Also gerade haben wir natürlich gegen den Springer gekämpft, nicht gegen den Läufer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mich am Anfang verhaspelt habe. Läufer, Springer, Bauern, das ist schon alles sehr, sehr schwer, ne? Ja, wobei großartig umschauen brauchen wir uns gar nicht, denn wir haben nur 2 Münzen. Das heißt, kaufen oder so können wir uns hier sowieso nichts. Ja, und von daher würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.